So, Krav Maga, wir zeigen ein paar Sachen aus dem Krav Maga. Okay, den 360 Grad Block. Ich weiß, bei manchen ist der nicht so beliebt, aber ich habe super Erfahrung damit gemacht. Ich habe schon viele damit abgewehrt. Also, von hier schaut, 360 Grad Block ist einfach, dass dieser Bereich 360 Grad durch meinen Arm abgedeckt ist. Seht ihr das? Und wenn man das richtig macht mit dem Kopf eindrehen, kann man das super trainieren. Vielleicht die Eskrima-Leute werden merken, das sieht aus wie Eskrima. Ja, Krav Maga ist keine eigene Kampfkunst in dem Sinn, sondern hat verschiedene Kampfkunstsachen implementiert. Also das heißt, mit aufgenommen. Es gibt da Sachen aus dem Eskrima, es gibt Sachen aus dem Wing Chun, es gibt Sachen aus dem Kickboxen, aus dem Thai-Boxen etc. Okay, auch sogar aus dem Karate habe ich schon Leute gesehen, die Krav Maga machen, Karate-Teile einbauen. Okay, nur hohe Tritte oder sowas sollte man lassen, weil einen hohen Tritt auf der Straße als Selbstverteidigung ist dazu geschickt. Also nochmal 360 Grad Block. 1, 2, 4, da rein. Wichtig, schau mal, dass ich meinen Körper mal drehe. Bisschen meinen Körper drehe. Kann man super üben. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hoch, zack. Ist kein Boxen. Boxen macht anders. Boxen ist anders. Boxen hat die Arme zurück. Wir haben die Arme vorne. Dachblockschlag. Philipp, kommst du mal rein? Ich zieh mal die Uhr aus. Nicht, dass sie kaputt geht, die geht dann kaputt. Will ich kaputt gehen. Genau. Okay, er macht den Schwinger und ich mache Block. Ich laufe nicht vor während dem Schwinger. Wenn ich vorlaufe während dem Schwinger, klappt ein. Vor allen Dingen, wenn jetzt ich bei ihm das mache und er läuft vor, macht man Abwehrlauf vor, dann habe ich ihn. Er muss seinen Körper ein bisschen drehen, zack und los, zack und zieh das, zack. Da kann ich so hart schlagen, das tut ja ziemlich mir weh. Darum lasse ich über ihn angreifen. Also nochmal, wacht hier. Hopp, okay, andere Seite. Zack, nochmal. Zack, zack, und hier. Pam. Okay, schau, die Zeit zum 1, 2, 1. Wenn ein bisschen mehr von oben kommt, die werden kleiner, gibt es welche, die schlagen von oben. Dann ein bisschen höher. Ist kein Karateblock. Jetzt nicht, ist nicht von hier nach da, sondern es ist aus der Wachsamkeitsstellung. Kommt von oben. Fertig. Kommt von oben. Okay? Kommt von oben. Ich habe da eine ungeheure Kraft, weil mein Körper dahinter steht. Natürlich, wenn ich so mit dem Arm mache, so lommelig, geht es nicht. Denk dran, der ganze Körper von hier bis zu den Füßen hin muss dahinter stehen. Weil es wird meistens sein, dass ein Stärker angreift und dann muss man blocken. Zack, okay. Zack, er macht einen Schwinger. Block, okay. Block, andere Seite. Block, kann man wunderbar trainieren. 1, 2, hat man einen Boxsack. 1, denk daran, wenn ich hier blocke, nicht zurückziehen während dem Schlagen. Wenn ich hier blocke, dreht sich mein Körper, Block bleibt und Schlag. Nicht Block und Schlag, Block zurück und Schlag. Ist nicht so, 1, 2, okay, falsch. 1, bleibt oben, bleibt da, ja, oh, bleibt da, okay. Machen wir mit beiden Armen Schlagen. Vollpower, Vollpower, okay. Geschweige denn natürlich, wenn er hier schlägt, dass er hier schon einen kriegt. Nicht vergessen, Daumen nach oben.